Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator 2014 in unserer kleinen Werkstatt mit dem Reparaturauftrag 31. Wir sollen eine Lösung finden für ein kleines Kundenproblem, ne, dass der Motor zwischendrin immer mal wieder abschaltet, ganz schlecht. Ne, das stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Geld spielt keine Rolle, so viel die Ansage von unserem Kunden finde ich in Ordnung. Wir kassieren 5000 Euro, dann lasst uns diesen Hobel mal auseinandernehmen. Da bin ich jetzt gespannt. Geht zwischendrin immer mal wieder aus. Also würde ich sagen, da setzen wir uns rein. Dann haben wir erstmal hier so eine komische Fehlerprüfung. Vielleicht hilft es uns was. Ne? Also ich habe zwar keine Ahnung, was der hier macht. Aber es schaden. Kann ja nicht schaden. Ne? Bei mir soll einfach mal so Elektronik-Check machen und so. So, vielleicht hat das was gebracht. Aber ich glaube nicht. Halt, jetzt bin ich wieder eingestiegen. Ich drittel. Türe zu, wollte ich eigentlich machen. So. Also, ich tippe mal nicht auf ein mechanisches Problem. Somit lasse ich mal die Räder dran, sondern wir schauen uns hier direkt das Innenleben an. Der Motor streikt manchmal. Okay. Gucken wir uns kurz das Öl an. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Genau. Also, Öl ist in Ordnung. So. Was könnte das noch sein? Geht zwischendrin aus. Zündvorrichtung 22%. Das ist ja witzig. Da fahre ich mit der Maus zufällig drüber und schon sehe ich, dass die Zündvorrichtung ein Problem hat. Okay, also dann auf das Ding. Da Öl müssen wir nicht schauen. Also Zündkabel fliegen runter. Zündvorrichtung. 22%. Schon mal schlecht. Und wenn wir schon da sind, können wir auch gleich noch die Zündkerzen scannen. 95. 95. 21. Oh, schlecht. Okay. Also Zündkerze können wir auch gleich mitnehmen. Ja, gib her. Dann schauen wir uns die anderen auch noch schnell an. So, das Ding hat... Wieso ist das schon freigeschaltet? Wieso hat das schon 95%? Liegt das an diesem OBD-Gedönse, was wir hier gemacht haben? Ja, tatsächlich. 13... Nee. Doch. Ich glaube schon. 13%. Zwei Zündkerzen. Okay. Und nochmal eine Zündvorrichtung, die ihr Problemchen hat. Hm. Zündvorrichtung 18%. So, von dir wissen wir nichts. Getriebe muss ich da auch noch reinschauen. Ich weiß nicht. Boah, schaut doch mal, was wir da alles auseinanderbauen müssen. Einmal hier die Gelenkwellen und dann hier diese Antriebsachse. Ach du schon, der hoffentlich müssen wir da nicht auch noch hinschauen. Auspuffkrümmel ist kein Problem. Okay, also dann erstmal raus. Dann zu unserer super Werkbank. Nichts zum Reparieren, super. Also dann kaufen. Zweimal Zündvorrichtung und zwei Zündkerzen. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Hoffentlich ist das nicht so teuer. Gut, die Zündkerzen kosten nichts, aber Zündvorrichtung? Keine Ahnung. 750 Euro. Ah ja, schau an. Das ist dann schon ein bisschen mehr, ne? Also hier zwei Zündkerzen. So. Die andere Werkstatt hat nichts gefunden, hieß es ja. Also ich weiß nicht. Das war doch jetzt erstmal, ne? Hätten sie eigentlich finden können, sage ich mal vorsichtig. So, dann bauen wir das hin. Dann kommt die Zündvorrichtung hin. Dann kommen die Zündkabel drauf. So, dann kommt hier ebenfalls die Zündvorrichtung hin. Die neue natürlich, ne? Ist ja klar. Wir verkaufen unserem Kunden ja keinen alten Scheiß, sondern der kriegt was Neues. So, halt, nee, stopp, das ist hier drüben, da fehlt's. Genau, da muss es hin. Mein Gott, die Kameraführung, also ich weiß nicht, manchmal echt ein bisschen schwierig, ne? So, Zündkabel drauf. Abdeckung drauf. Sag, dass es das war. Bitte, bitte. Nein, okay. War es nicht. Hm. Oder war nicht alles, besser gesagt. Also, den Scheiß verkauf mal. Zwei Zündkerzen, zwei Zündvorrichtungen, die Schwierigkeiten gemacht haben. Hm. Aber das war's noch nicht. Steigt manchmal aus. Die Batterie ist in Ordnung. Halt, was ist das? Der Anlasser, ne? Aber der ist auch in Ordnung. Lichtmaschine ist gut. Was könnte dort noch sein? Ja, dann schauen wir uns halt den Keilriemen auch noch an, aber das... Keilriemen? Nee, dürfte nicht das Problem sein, ne? Wasserpumpe ist auch in Ordnung.
Zahnriemen ist auch bestens. Was ist das hier? Spannriemen. Der ist auch super. Und der Riemenspanner ist auch super. Vergaser. Der ist auch prima. Zylinderdeckel V6. Naja, also an dem Deckel soll es ja eigentlich nicht liegen, ne? So, Getriebe sehe ich nicht. Haha, oje, jetzt geht's los. Da waren sie wieder, meine Probleme. Mein Kfz-Sachverstand. Eieiei. Geht zwischendrin aus, ne? Das Filter wird es doch nicht sein, oder? Also das macht keinen Sinn, dass das der Filter ist. Ölfilter? Das kann es eigentlich auch nicht sein, ne? Nee, eigentlich Ölfilter kann es nicht sein. Eben, also das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ich habe den jetzt einfach mal bloß auf Verdacht ausgebaut. Und gedacht habe, also dann hätte ich es geglaubt. Was kann das noch sein, dass der zwischendrin ausgeht? Ja komm, dann schauen wir uns halt den blöden Luftfilter an, ne? Bloß um es auszuschließen, dass es das ist. Aber es macht keinen Sinn. Weil entweder ist er zu, ist er verstopft, dann geht gar nichts mehr. Und dann geht er nicht bloß zwischendurch aus, sondern dann verbrennt er überhaupt nicht mehr. Also das kann es eigentlich nicht sein. Ich brauche das jetzt bloß aus, um es auszuschließen, ne? Ja, es hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Es hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn es der Luftfilter gewesen wäre. Naja, 5000 Euro, wie gesagt, kriegen wir, ne? Und die andere Werkstatt, ja, die haben ja nicht einmal die Zündkerze gefunden, also ich weiß nicht. Nicht unbedingt gerade eine Werbung für diese Werkstatt. So, Deckel drauf. Also da sind wir, glaube ich, durch hier mit dem Motor. Anlasser ist super. Getriebe, ja. Nix im Getriebe geht der Motor nicht aus. Na, ich lasse ihn mal hoch. Ich schaue mir das hinten mal an. Ah ja, Benzinfilter sieht schon mal nicht gut aus. 18%, ja, ja, okay. Also, Benzinfilter, weg damit. Lass mich raten, der Weg ist wieder umsonst. Ja, okay. Ist in Ordnung, ich kaufe ja schon neu, ist okay. Ich gehe die Wirtschaft ankurbeln. Alles neu kaufen, immer kaufen, kaufen, alles neu. 80 Euro, ja, kommt, die haben wir gerade auch noch übrig. Die machen uns jetzt vermutlich nicht arm. Diese 80 Euro. So, Montagemodus. Benzinfilter drauf. Das war's, jawohl. Super. Jetzt schon mal richtig Asche verdient. Geil. Halt, nee, stopp, da drüben muss ich die runterlassen. Da haben wir ja richtig Geld verdient, Mensch. Klasse, weg damit. Tschüss. So. Stempel drauf, ab dafür. Das war jetzt eine richtig flotte Nummer. Super. Der Geschäftsmann. 5000 Euro. Naja. So, finde eine Lösung. Ich habe gerade ein gebrauchtes Auto gekauft und habe bemerkt, dass der Zahnriemen kontinuierlich quietscht. Ja, wahrscheinlich ist er kaputt. Hätte ich mal gesagt, ne? Wäre ja möglich. So auf Verdacht. Wenn der Zahnriemen quietscht, ja, dann schauen wir uns halt an, ne? Uiuiui, ui, ja, das hier, Spannriemen sieht nicht gut aus, ne? Ne, der sieht nicht gut aus, 22%. Na, was mache ich denn? So, hier, Riemenspanner, weg damit. 92%. Zahnriemen dürfte noch gut, ne, auch nicht mehr gut, okay. Hat auch schon, ja, ist wahrscheinlich durch diesen Verschleiß hier schon ziemlich am Ende, ne? So, was ist das hier? Da kann ich nichts machen. Wasserpumpe dürfte eigentlich auch nichts sein. Ich scanne sie bloß sicherheitshalber mal. Okay, also, dann. Halt, was mache ich denn? Spannriemenscheibe. Kann ich die reparieren? Vermutlich nicht. Ja, ich probiere es trotzdem. Nö, okay. Hätte sein können. Hätte sein können. Ich bin ein alter Knauser, ich weiß.
So, haben wir dich denn hier? Spanne die Scheibe. So, einmal hier. Dann. Zahnriemen. So, der Keilriemen war auch kaputt, oder? Ja, Keilriemen hat auch was abgekriegt. Okay. Also, dann kaufen wir den halt auch noch. Keilriemen, wo ist er? Da ist er. Ne, V6 wollen wir nicht. Wir nehmen den hier. Der ist nämlich billiger und außerdem passt der für das Auto. Beim V6 hätten wir, glaube ich, ein Problem. Oder was heißt wir? Ich glaube, der Kunde hätte das Problem, wenn der Kahn plötzlich nicht fährt. Ich meine, das Geld hat er uns schon gegeben, ne? Also eigentlich können wir uns ja schlaues Leben machen und sagen, ja, schade. So ein Pech. Aber ich denke mal, dass der Kunde da vielleicht ein kleines, empfindliches Problem mit hat, mit dieser Vorgehensweise, deswegen. Und wir sind ja keine Pfuschwerkstatt, ne? Ist ja nur Qualität am Kunde hier bei uns. Immer höchste Qualität. So, raus hier. Deckel zu. Den Scheiß verkaufen hier weg. Also ich könnte hier alles verkaufen. Ist, glaube ich, besser. Geht schneller. Stempel drauf. Und tschüss. Nächster bitte. Ja, aber viel gezahlt hat er jetzt auch nicht. 600 Euro. Abzüglich Material. Naja. Zumindest der Strom für die Hebebühne dürfte gezahlt sein. So, Nummer 33. 2000 Euro. Okay. Finden Sie die Ursache, beheben Sie. Ich höre beim Beschleunigen und Bremsen ein seltsames Klappern. Es muss etwas kaputt sein. Können Sie den Fehler finden? Na klar. Beim Beschleunigen und Bremsen. Beim Beschleunigen und Bremsen. Beim Beschleunigen und Bremsen. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal hier. Diagnosepfad. Beschleunigen und Bremsen. Bremsscheibe kann es beim Beschleunigen eigentlich nicht sein, oder? Hätte ich gesagt. Also beim Bremsen, Bremsscheibe, okay. Aber beim Beschleunigen doch nicht. Das wäre jetzt zumindest komisch. Naja, ist auch ein bisschen verzogen, ne? Wenn man sich das so anschaut. Differential links, rechts. Ich weiß nicht, mal schauen, wie die Federn sind. Beim Beschleunigen und Bremsen. Da würde ich jetzt laienhaft mal tippen. Was ist beim Beschleunigen und beim Bremsen? Man braucht da auf jeden Fall immer diese Gelenkwellen, oder? Das wirkt sich ja alles aus. Oder die Federn und so. Also ich hätte mal gesagt, beim Beschleunigen und Bremsen habe ich immer Federneinsatz oder Stoßdämpfereinsatz. Irgendwie sowas. Wir werden sehen. Schauen wir es uns an. Gehen wir gleich in den Diagnosemodus, wenn er uns endlich mal in die Werkstatt lässt. Hallo, so, jetzt geht was. Dankeschön. So. Oh, Federnstoßdämpfer. Ja, ja, okay. Alles klar. Federnstoßdämpfer. So. Halt, dann müssen wir den Stabilisator ausbauen. Der ist aber noch okay, ne? Der ist gelb. Also da haben wir keine Probleme mehr mit dem Stabi. Aber der Stoßdämpfer B vorne links. Der will nicht mehr und die Feder will auch nicht. 2000 Euro. Oh ja. Haben schon gedacht, dass da ein bisschen was kaputt ist. Ich meine, 2000 Euro, ne? Das ist auch kein Pappenstiel. Ich muss gerade überlegen, ob ich für eine Reparatur jemals 2000 Euro gezahlt habe. Ja, für einen Hagelschaden, stimmt. Für einen Hagelschaden hatte ich mal da. Das war schon ein paar Jährchen her, aber damals waren es auch, glaube ich, 2600 Euro. Hat zum Glück die Teilkasko gezahlt. Aber trotzdem, ne, wenn man das überlegt, Hagelschaden, da bist gleich mal richtig im Geld. Also, hätte ich jetzt nicht selber zahlen wollen. Das war nicht lustig. Der sah danach aus wie, ja, wie ein Streuselkuchen. Der Kahn. So, zwei Federn vorne, Stoßdämpfer B. Ersatzteile. Zweimal vorne. Sind die ersten 500 schon weg. Und Stoßdämpfer B. Stoßdämpfer, Stoßdämpfer, Stoßdämpfer. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr. Naja, auch nochmal 300 Euro. Naja, gut. Bleibt auch noch was hängen.
Vorausgesetzt, das war jetzt auch wirklich alles, ne? Aber ich gehe mal von aus, dass es das war. Würde mich zumindest sonst sehr überraschen, falls doch noch irgendwas kaputt wäre. So, Stabi, auch der war in Ordnung. Genau, 78%. Schraub, Schraub, Schraub. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch so ein TÜV-Simulator, ne? Dass man mal auf der Seite vom TÜV ist und schauen muss, ob das Auto durch einen TÜV kommt. Verdeckte Mängel finden und so, aber ne, ich weiß gar nicht, gibt's sowas? Das wäre jetzt so mal ein bisschen, ne, Kfz-Simulator mal von der anderen Seite betrachtet. Ich glaube, dann gibt's irgendwann, ja, wobei, die gibt's ja nicht mehr. Wollte gerade lästern und sagen, dann kommt irgendwann wahrscheinlich dann auch noch der GEZ-Gebühreneinzugszentrale-Simulator der Hausiere, aber du, die GEZ gibt's ja nicht mehr, ne. Rundfunkbeitrag, das haben sie ja geändert. Aber ich glaube, das war auch ein ziemlich undankbarer Job. So als GEZler unterwegs sein, ne? Jeder schaut einen blöd an. Schwierig. So, das war's, jawohl. Also dann den ganzen Scheiß noch verkaufen. Für 70 Euronen, Dankeschön. Hofft, der Kunde ist zufrieden. Stempel drauf, nächster bitte. Ja, ja, die GEZ-Truppe. Haben sie einen eigenen Fernseher? Haben sie ein Radio? Verdienen sie eigenes Geld? Das Gerät angemeldet? Haben sie alle Fragen mit Nein beantwortet? Mhm, natürlich. So, finde eine Lösung. Mein Motor neigt dazu, plötzlich auszugehen und das ist sehr gefährlich. Ja, das stimmt. Hat man doch schon mal so einen komischen, ne? Der Geschäftsmann mit seinen 5000. Finde eine Lösung. Neigt dazu, plötzlich auszugehen. Das ist sehr gefährlich, ja. Boah, aber schaut euch den Schlitten mal an, ey. Holla. Fett. Nicht schlecht. Kamerad. Wer so ein Auto fährt, zahlt bloß 600 Euro, das ist vielleicht ganz schön wenig. Alter Knauser, du, echt. Na, also, dann komm auf das Ding. Wobei, 600 Euro. 600 Euro, Stopp, 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 600 Euro. Ich mache nicht den Fehler und baue jetzt erstmal alle Zündkerzen aus, etc. Das war doch der Benzinfilter, oder? Meine ich, mich zu erinnern? Oh ja, schau mal hier. Haha. Schau mal hier. Erwischt, glaube ich. Benzinfilter 18% und der hier sieht auch nochmal so wirklich toll aus. Die Benzinpumpe. Das habe ich mir gedacht. Mhm. Das wäre nämlich nett. Das war zu gering von dem, was sie gezahlt haben. Also irgendwie... Benzinpumpe, Benzinfilter. Okay. Lass rocken, Cowboy. Benzinfilter, 80 Euronen. Benzinpumpe, 320 Euronen. Das sind insgesamt 400. Wenn wir jetzt unseren Rabatt beim Lieferanten nicht berücksichtigen. Und er zahlt 600, also dann wird nicht arg viel mehr kaputt sein, ne? Und sparen wir uns nämlich die ganze Demontage im Motorraum. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, wir machen lieber da noch schnell zwei Schrauben rein. Na, so, jawohl, dann lassen wir den Kahn runter. Schwupp. So, und ich glaube, wir müssen die Abdeckung noch drauf machen, ne? Ja, ja, genau, die Abdeckung. Ja, die will der Kunde bestimmt auch wieder haben. So, Dankeschön. Und wie schaut's aus? Jawohl. Auftrag erledigt. Passt. Prima. So, Deckel zu. Halt. Ich muss den Scheiß verkaufen. Das vergesse ich immer. So. Weg damit, Stempel drauf und tschüss. So schaut's aus. Waren wir heute auch schon wieder sehr fleißig, ne? Viele, viele Kunden schon wieder glücklich gemacht. Was haben wir hier? Nummer 35, Testfahrt machen, Problem finden. Mein Auto hat vor ein paar Tagen angefangen nach rechts zu ziehen. Okay, nach rechts. Spurstange vermutlich. Können Sie was dagegen tun? Okay. Also, klingt für mich sehr stark nach einem mechanischen Problem. Ich tippe auf die Spurstange. Ob es das auch wirklich ist, ne? Das werden wir erfahren. Allerdings nicht mehr heute, liebe Freunde, sondern das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Car Mechanic Simulator 2014. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen hier bei unserer kleinen Werkstatt und falls ihr Lust habt, gerne beim nächsten Video wieder einschalten. Ich sage nochmal Danke und wünsche euch was. Bis dann.